Hallo Leute, frisch zu Hause angekommen. Gerade noch kurz hier nach dem Schleim gesucht, aber irgendwie finde ich den nicht. Der klatscht hier irgendwo durch die Gegend. Würde ich sagen, schießen wir mal direkt los mit dem, was wir machen wollten. Nämlich als allererstes mal unseren Bag wieder. Da gab es übrigens einige Fragen zu, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Moment, das war so. So. Und zwar, ja, wenn wir jetzt die weiße Tasche wieder bauen, sind alle Sachen, die in der weißen Tasche sind, wieder da. Also auch unser Spellbook, was ja eine relativ wichtige Sache war. Ein paar Steaks, Fackeln etc. pp. Bla, bla. Also das ist schon mal wieder erledigt und kein Problem. Oh, das ist schön, dass die jetzt immer hier aufgeht. Gut, da als nächstes wollte ich Endertanks bauen. So, und dafür müssen wir jetzt Endertank. Da haben wir es. Crucible, also Cauldron, Wood, Obsidian. Alles kein Problem. Okay, dann gehen wir mal kurz rüber. Cauldrons sind jetzt nicht so schwer zu machen. So. Zwei Stück. Dann brauchen wir vier Obsidian. Blapp. Die beiden Enderperlen. Und ja, ich habe darauf geachtet. Das und die Wolle zum Einfärben. Ja. So. Wichtiger Punkt, wenn man die Wollfarbe von Grund auf ändert, ist der Tank von Grund auf anders eingefärbt. Also nicht, dass ihr euch da mal vertut. So. Dann haben wir das hier alles. Dann schmeiße ich jetzt mal kurz alles, was wir nicht brauchen, hier rein. Finde ich immer noch total krass, dass da eine Kiste stand. Habe ich noch nie gesehen bis jetzt. Oh, wir haben echt gut Gast hier. Ist sehr schön. So. Das sieht gut aus. Dann haben wir zwei Endertanks. Jetzt brauchen wir noch eine Pumpe. Pump. Da gab es ja hier diese Endertermic Pump, aber da verlasse ich mich lieber nicht drauf. Dann nehmen wir lieber eine normale. Eisen, 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 Eisen. Okay, das ist easy. Habe ich noch Gears hier irgendwo drin? Hier oder so? Ja. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein Eisenzahnrad. Okay. Eine Eisenpickaxe. Okay. Ah. Ein ganzes Redstone, wow. Okay. So, Pickaxe, bla blub, ein Haufen Eisen ringsrum. Alles gar kein Problem. Und dann brauchen wir noch ein wenig Glas. So, damit wäre die Pumpe dann gleich erledigt. Okay. Und jetzt brauchen wir noch Redstone Engines. Ich glaube, ich hatte ja hier die Sterling, die bringen uns gar nichts. Redstone Engine. Die Standarddinger, bitte. Redstone Engine. Okay, also brauchen wir 4 Pisten, 4 Glas, 12 Holz und 12 Holzzahnräder. Oh Gott, viel zu viel Kabel inzwischen schon hier drin. So. Ich dachte aber auch, ich hätte noch Pistons gebaut vorher. Ja, würde ich da sagen. 4 Pistons habe ich doch noch. Dann brauchen wir also nur... Das... Das, das und hier ist noch, ne, das ist auch normales Glas, zum Glück. So, 4 Redstone Engines haben wir. Jetzt noch 2 Schalter. Oh, ja, toll. Ah, Sticks sind teilweise echt Mangelware, muss man ja mal sagen. So, auch.
Gut, und dann können wir eigentlich schon wieder rübergehen. Jetzt müssen wir uns nur noch eine gute Plattform suchen. Das heißt, ich werde jetzt eine ganze Menge Kabel mitnehmen. Und werde mal gucken, dass wir uns einen guten Platz im See angeln. Um da direkt loszulegen. Aber vorher würde ich gerne noch mein Jetpack wieder auf. Oh ja. Das war echt knapp. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe gar nicht mehr raufgeguckt nachher zum Ende hin. Ich bin nur noch Richtung Portal geflogen. Ich dachte nur, es wäre unheimlich langweilig. Und die haben auch gar nicht so stark gelitten, wie ich gedacht hätte. Also ich dachte, wir kommen damit vielleicht 2,5 oder so wieder raus. Und jetzt nur über 5, das ist gut. Das ist gut. So. Ja, komm, flieg vorbei. Und ab ins Pretty Portal. Ich gehe immer noch davon aus, dass wir von so einem hässlichen Creeper relativ schnell überrascht werden. So. Da ist auf jeden Fall ein recht großer Lavasee, genau. Ah, diese blöden Heatscars. Beides gehen mir so auf den Senkel. Vor allem, was die an Life haben, ist unglaublich. Das ist echt nicht normal. Wirklich nicht. Schwimmst du gerade in Lava? Okay. So, ach, das ist doch optimal. Mensch, besser geht's doch eigentlich gar nicht. Wir müssen es nur schaffen, genau auf diesem Block zu landen. Machen wir es mal so, so, so. Perfekt. So, von hier aus kann uns nämlich eigentlich alles mal. Dann bauen wir hier nämlich einfach eine kleine Pumpenstation, bauen uns da gleich noch ein Dach rüber und dann ist gut. Und vielleicht schaffe ich es ja sogar... Nee, schade, schade. Aber optimal für die Pumpe. Plopp. So. Sehr gut. Mitten auf dem Lavasee, optimal. Ich hätte natürlich schon sehr gerne hier ein Häuschen, aber... Oh, und ich brauche noch einen Chunkloader, fällt mir gerade mal auf. Verdammt. Weil die laden sich ja jetzt nicht mehr alleine, die Pumpen. Das ist ja blöd. Beziehungsweise, die haben sich ja noch nicht alleine geladen, aber... Sie tun es halt auch immer noch nicht. So. Du kommst erstmal hier weg. Ich glaube, ich baue die Plattform noch ein bisschen breiter. Und baue uns hier wirklich so eine Art kleines Hütchen hin. Idiot. So. Klack, 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 klack. Kann ja meinetwegen auch zu den Seiten erstmal offen sein. Ich weiß gar nicht, ob Heatscars beides zum Beispiel auch durch Lava schwimmen können. Das, da bin ich mir echt unschlüssig. Aber das hier ist halt das Optimale, wenn man erstmal... 1, 2, 3. Ja, das reicht eigentlich. 1, 2, 3. Ja doch, das muss passen. Vielleicht noch eins höher fürs Dach oder so, aber... Erstmal nur so. So. Ein Dächelchen drauf und dann haben wir erstmal schon mal wesentlich weniger Probleme. Und ja, ich baue mir gleich noch eine Tür rein, aber erstmal mache ich zu. Schon fühlt man sich ein ganzes Stückchen sicherer, finde ich. So, Portal müsste da oben irgendwo sein, wenn ich mich recht entsinne. Naja, gehen wir mal von aus. Okay. So, du. 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 Dann brauchen wir die beiden Schalter. Einer hier und einer hier. Den Tank. Und bam. Und bam.
So. Und langsam, also slowly but surely, sollte sich hier eigentlich was einstellen. So, jetzt stellen wir den mal kurz hier. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich Obsidian brauche, um das abzubauen. Ah, gut, da füllt sich auf jeden Fall. Und dementsprechend sollte sich der eigentlich auch in meiner Hand füllen. Ja, tut er. Yes, wir haben einen Endlos-Supply an Lava. Gut, die werden jetzt auf jeden Fall noch richtig gut hochlaufen und dann geht es auch alles. So, und ich mache jetzt einfach mal hier. Moment, bin ich hier richtig? Ja. Machen wir mal kurz ein Loch rein. Das passt eigentlich ganz gut. Da können wir dann auch wieder einsteigen. Und suchen jetzt nochmal schnell unser Portal. Da ist es. Ha. Also ich brauche auf jeden Fall noch einen Chunkloader. Wow. Du gehst nicht rüber zu mir, das verspreche ich dir. Ja, kommt, ihr blöden Mistbiester. Ich glaub's ja nicht, ey. Scheiß Viecher. So, kurz ins Bettchen. Plopp. Und dann müssen wir uns mal angucken, wie wir einen Chunkloader bauen. Ich glaube nämlich, dafür brauchen wir mehr Enderperlen und das könnte ein echtes Problem werden. Ich glaube nämlich jetzt... Wir probieren das gleich mal aus. Ich schmeiß jetzt mal den Ender-Tank hier auf... Oh, das ist ein Light Mage. So. Bis er voll ist. Jetzt können wir mal gucken, ob das geladen wird oder nicht. Ich glaube allerdings wirklich nicht. So, hallo, Herr Lightmage. Hihi. Do I know you? Wow. Kann man dem hier irgendwas schenken oder so? Bin mir da immer nicht so sicher, ob die... irgendwelche Geschenke haben wollen. Gut. Ich glaube, dass... Ja. Okay. Gucken wir mal, wie so ein Chunkloader aussieht. Eine Enderperle, bisschen Gold und ein Enchantment Table. Okay. Gucken wir mal. Ich glaube aber wirklich, Enderperlen habe ich jetzt tatsächlich alle verbraucht. Ah. Problem ist zum Beispiel, es wäre hier auch so ein Spotloader. In Ordnung. Aber da brauchen wir wesentlich mehr. Da kriegen wir zwar mehr von, aber das bringt uns halt nichts. Oh, es gibt einen Mine Factory Chunkloader. Zwei Tesseracts. Ja, du hast ja wohl einen Schaden, oder? Ja, dann werden wir wohl beim Chunkloader bleiben müssen. Okay. Wir brauchen also erstmal zwei Diamanten. Ein Buch. Wir könnten eigentlich gleich mehr als ein Buch machen, weil die Bo- Na. Irgendwann habe ich das Ding hier komplett vollgestellt mit irgendeinem Zeug. So. Bam. Ein Buch. Zwei Dias. Und Obsidian. So, damit haben wir eine Enchantment Table, die wir eigentlich auch irgendwann mal nutzen wollen, aber nicht jetzt. So, die wird umrandet mit 5 Gold. Und im Normalfall einer Enderperle, die ich jetzt allerdings nicht mehr habe. Hm. Das heißt wohl, wir brauchen einen Enderman. Ja, cool. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwann mal noch eine hier zwischen geparkt habe irgendwo. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Sieht eher schlecht aus. Schade, schade, aber...
die können hier raus. Na. Die kommen nämlich noch woanders hin. Ist auch noch Klärglas drin ohne Ende. Gut. Ihr sollt bitte zu den Mob Drops. Danke. Und ihr auch. Ja, dann organisieren wir uns mal einen Chunkloader. Das heißt, wir müssen warten, bis die Nacht ranbricht. Und derzeit könnten wir halt höchstens selber Chunkloaden. Das heißt, einfach immer hin und her rennen. Bringt aber auch nicht so viel. Zumindest arbeitet der jetzt weiter und freut sich. Aber eine Enderperle wird ja wohl leider nicht... Oh, wir haben hier überall Mineshafts unter uns. Das ist echt lustig. So. Am liebsten würde ich mir einen Enderman einfangen mit einem... Was kostet eigentlich so ein Teil? Reusable Safari Net, das da. Ja, okay, die Gastrainer haben wir inzwischen. Aber, wir brauchen dafür 4 Enderperlen. Okay, das heißt, die Nacht wird auf jeden Fall erstmal Endernacht werden. So, würde ich sagen. Au, 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 au. Wie sieht's mit euch eigentlich aus? Ah, das ist doch auch schon ganz gut. Würde ich sagen, wir können ja mal gucken. Auto Auto Enchantment Table, genau. Die können wir zumindest bauen. Das werden wir jetzt einfach mal machen. Die schon mal ready stellen und dann haben wir nämlich wenigstens ein bisschen was erledigt. Und stehen nicht ganz dumm da ohne Enderperlen. So. Also, wir brauchen eine Enchantment Table. Da bauen wir uns jetzt gleich eine zweite, nicht, dass ich nachher denn da bin und irgendwas anderes fehlt. Wie zum Beispiel ein Diamant oder so. Ja, bis jetzt sieht es aber gut aus. Jetzt ist unser Diamantenvorrat zwar auch wieder fast komplett erschöpft, aber es ist okay. So. Da soll jetzt nur Redstone und Eisen aus. Ja, easy. So. Auto Enchantment Table. Sehr schön. Und dann kannst du hier wieder rein. Die nehmen wir jetzt, dann brauchen wir noch ein paar Fluidukte. 2 werden dafür nicht reichen. Lead und Copper. Ich glaube, das habe ich sogar hier noch drin. Ah, Kupfer eher nicht. Kupfer eher nicht. Und 3-mal Blei bitte. So. Okay. Vorsichtshalber. Bauen wir uns direkt noch einen Pneumo. Vielleicht brauchen wir den nämlich. Und dann können wir mal hier rüber gehen. Die stellen wir einfach hier hin. So, ich muss hier unten übrigens lustigerweise ausleuchten, weil spontan hier unten Sachen gespawnt sind. Was eigentlich gar nicht so beabsichtigt war, weil eigentlich stand hier unten mal eine Fackel. Ich weiß nicht, wie die weggekommen ist. So, okay, jetzt müssen wir also zwei... Sehe ich das gerade richtig? Ich jetzt in die falsche Richtung gehe. Ja, dahin müssen wir. So, 2 in die Richtung. Dann direkt hoch. Ich weiß, es ist gerade dunkel, ihr seht nichts und so. Ändert sich gleich wieder. Irgendwie braucht ihr nur gerade ewig, um das Holz abzubauen. Yay. So. Spontan ist es wieder hell. So. Dann bauen wir die nämlich einfach mal. War die jetzt seitlich? Ich glaube ja. Hier ran.
Wir müssen natürlich noch ein Output setten, aber das sollte nicht das Riesenproblem werden. Cool. Gucken wir mal kurz, ob das hier auf den Eingang gestellt werden muss. Müssen wir uns gleich mal angucken. So. Der Auto-Anvil kommt natürlich auch noch. Aber jetzt erstmal irgendwo mit unseren Leveln hin, ne? Das ist ja das größte Problem. Hatte ich nicht einen Crescent Hammer irgendwo? Ja, habe ich doch. Warum heule ich denn schon wieder rum? Ich habe doch alles. So. Chuck. Aber er macht's nicht. Das war so klar. Klack. Und go. Und du müsstest dich jetzt eigentlich befüllen lassen. Okay. Kann ich nicht hier irgendwie... Ja, genau. Muss man jetzt nur festlegen, von wo er befüllt werden soll. Und da seht ihr mal, wie viel es gleich leer saugt. Das geht nämlich ruckzuck. So, und jetzt kann ich hier bis Level 30 gehen. Also wenn ich jetzt das hier reintue. Nein. Kann ich anscheinend nicht. Weil... So, das ist, soll bestimmt Auto-Eject heißen. So, okay. Aber warum kann ich das nicht verzaubern? Das ist ja witzig. Ich glaube, ich brauche jetzt noch die passende Menge an Bücherregalen ringsrum. Aber wir können ja mal mit Level 5 versuchen. Okay, auf jeden Fall geht es mit dem... Ja, das geht. Efficiency 1... Mehr geht nicht, okay. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall eine Möglichkeit gefunden, um unsere Experience-Punkte wieder loszuwerden. Und die kleine Testverzauberung gerade war quasi, ja, für ein Popo. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Bücher. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir hier irgendwie ringsrum noch Bücherregale aufstellen. Und ich würde den Tank auch gerne noch erweitern, aber da werden wir dann die Zeiten zu kommen. Ich würde sagen, wir nehmen mal noch einen kurzen Flug und gucken mal, ob wir noch ein, zwei Endermen finden. Aber ich glaube, die Sachen sind jetzt einfach nicht mehr enchantable. Hier die... Wow, hier geht's ja echt ab. Mit aller Langeweile. Ich brauche aber Endermen. Endies. Wo seid ihr? Ich weiß ja, dass sie sich generell eigentlich ganz gerne in Wüsten rumtreiben, aber jetzt bis zur Wüste hochfliegen wollte ich auch nicht unbedingt. Das Problem ist auch, es kann sogar sein, dass ihr jetzt einen seht und ihr euch die ganze Zeit denkt, Mann, warum fliegst du da vorbei? Aber die Sonne blendet mich immer noch ein wenig. Und dementsprechend sehe ich leider gerade recht, ja, man könnte sagen, fast gar nichts. Also nicht wundern. Doch Spinnen sehe ich. Auf jeden Fall. Und Creeper, Creeper, Creeper. Spinne. Aber keine Enderman. Und Texturfehler. Okay. Komm schon, hier muss doch irgendwo wenigstens einer noch rumstehen, damit wir hier nicht ganz umsonst durch die Gegend fliegen. Ich brauche ja auch nur eine Enderperle. Bitte, bitte. Nur um es noch perfekt zu machen. Okay. Der Light... Wow, das ist ein Dark Mage. Mit hellen Klamotten an. Krasse Sache. Ich wollte gerade sagen, warum greift er die Schweinchen an? Blöde Sau. Oh, ist der Meteorit abgestürzt oder ist es Gravel?
Das ist Gravel, so wie es aussieht. Mana Creeper. Boah, was ist denn hier los? Lass den Mist doch mal und gib mal ein paar Endermen her, bitte. Endermen. Endermen. Ach komm schon, wenigstens ein einziger. Oh Mann, ich merke schon. Wir müssen hier auch die Brühe auf jeden Fall. Wow. Hallo der Herr. So, wir müssen auf jeden Fall hier die Brühe noch irgendwann absaugen. Und ich habe auch einen Haufen Mob-Essen. Was bist du denn? Ah, du bist ein Lightmage, okay. Hilfe. Blöder Creeper. Okay. Okay. Das passt alles. Dachte er. Ja, du kennst mich, Idiot. Du solltest mich auf jeden Fall kennen. Und du solltest hier nicht in den Löchern von den Creepern rumstehen, sondern mir sagen, wo ein Enderman rumwuselt, bitte. Das war ja gerade überhaupt nicht laggy oder so. So. Zombo. Ich sehe keine Enderman. Das ist echt nervig. Komm schon, hier wird doch irgendwo wenigstens... Ha! Also ich muss ja ganz ehrlich gestehen, die Waffe hat was. Gerade weil die ja einen Bonus hat, wenn man sich schnell bewegt. Da haut die schon richtig gut rein. Aber trotz allem habe ich noch keinen Enderman gesehen. Hier ist ein Dark Mage. Komm, Light Mage, hilf mir. Boah, es kann doch echt nicht angehen. Oder bist du auch ein Dark Mage? Idiot. So. Na komm schon. Aber ich will trotzdem keine Viecher ver... Oh. Mana-Elementar. Dass die aber auch nichts droppen. Also, voll doof. Und dass der Dark Mage, wenn er schon Schweine killt, nicht mal das Schweinefleisch mitnimmt. Das hätten sie ja wenigstens auch noch einbauen können. Trotz allem, bis jetzt kein einziger Enderman. Das heißt, ich werde wohl wieder mal alleine auf Jagd gehen müssen. Und wir brauchen ganz, ganz dringend 4, 5 Enderperlen, damit wir... also vielleicht gehe ich einfach mal in die Wüste. Ich werde es auf jeden Fall... Wenn ich mehrere finde, werde ich es auf jeden Fall aufnehmen. Keine Angst. Also das nehme ich euch nicht weg. So. Aber für heute ist die Folge auch schon wieder lang genug. Ich würde sagen, ich lege mich jetzt ins Bettchen hier, zumindest im Game. In RL natürlich nicht, es ist nämlich gerade um 9 Uhr morgens. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.